بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. Wir machen weiter إن شاء الله تعالى. Wir waren stehen geblieben bei dem Namen Al-Batin سبحانه وتعالى. Und ich hatte gesagt, الرسول عليه الصلاة والسلام sagt: وأنت الباطن فليس دونك شيء. Dieses Duna kann verstanden werden sprachlich jetzt, nicht in diesem Hadith, sprachlich unter. Aber ich hatte gesagt, das ist nicht die Bedeutung in diesem Hadith. Denn wir sind unter Allah. Allah ist über uns. Duna bedeutet auch näher, sich nähern. Dunu ist das sich nähern. Und Dunaka bedeutet also, nichts ist näher als Allah subhanahu wa ta'ala. Das heißt, die Übersetzung lautet dann, du bist der Verborgene, doch dir bleibt nichts verborgen. Also du bist allem so nahe, dass ihm subhanahu wa ta'ala nichts verborgen bleibt. Also auf Seite 106 haben wir diesen Aspekt, den ich gerade erwähnt habe. Dabei benutzte der Prophet sallallahu alaihi wasallam den Ausdruck Duna. Dieser kann in diesem Kontext nicht als unter verstanden werden. Schließlich ist Allah über allen Geschöpfen. Daher kann damit nicht gemeint sein, dass nichts unter ihm ist. Vielmehr bedeutet der Begriff Duna hier nahe. So ist den Dingen nichts näher als Allah, so dass ihm nichts verborgen bleibt. Dabei ist er der Höchste, der über allen Geschöpfen ist. Damit haben wir also jetzt vier Namen, Al-Awwal, Al-Akhir, Al-Zahir, Al-Batin, die in dieser Ayah oder auch in dem Dua des Propheten sallallahu alaihi wasallam verbunden wurden. Ibn al-Qayyim sagt hierzu, diese vier Namen drehen sich alle um die Tatsache, dass Allah alles umgibt, sowohl zeitlich als auch örtlich. Zeitlich, er ist vor allem und er ist nach allem. Örtlich, er ist über allem und er ist allem am nächsten. Nicht, dass jemand sagt, und er ist unter allem. Ja, und alles ist unter ihm oder nichts ist unter ihm, sondern Allah ist über allem und doch weiß er über alles Bescheid. Das heißt, sowohl zeitlich als auch örtlich entgeht Allah subhanahu wa ta'ala nichts. In diesen vier Namen steckt der Grund, dass man Zweifel beseitigen kann. Dies erwähnte der Prophet sallallahu alaihi wasallam, Seite 107. Und zwar wurde Ibn Abbas radiallahu anhu gefragt, was ist das, was ich in mir finde? Er sagte, was meinst du? Er antwortete, bei Allah, ich werde es nicht aussprechen. Daraufhin sagte Ibn Abbas radiallahu anhu, hat es etwas mit Zweifeln zu tun? Er sagte, genau. Dann sagte Ibn Abbas radiallahu anhu, niemand kann dem entwischen, sodass Allah offenbarte, wenn du über das, was wir zu dir als Offenbarung hinabgesandt haben, im Zweifel bist, dann frag diejenigen, die vor dir die Schrift lesen. Solltest du Gleiches empfinden, dann sag, er ist der Erste und der Letzte, der Offenbare und der Verborgene, und er weiß über alles Bescheid. Also diese Ayah ist ein Medikament bei Zweifel. Ibn al-Qayyim sagt hierzu, damit weist er durch diese Ayah darauf hin, dass die Kausalkette nicht ohne Anfang sein kann. Das würde jetzt ein bisschen länger dauern, das zu behandeln. Aber ganz kurz, diese Zweifel, ob denn Allah existiert, wer, oder in einem anderen Hadith heißt es,
wenn gefragt wird, wer ist der Schöpfer Allahs und so weiter. Warum sind diese vier Namen eine Medizin dagegen? Eben, dass du logisch verstehst, es kann nicht anders sein, als dass eben Allah existiert. Warum? Weil alles hat eine Ursache. Aber diese Ursachenkette, also Kausalkette, muss einen Anfang haben. Kann nicht ohne Anfang sein. Ein Beispiel, was man erwähnt eigentlich immer diesen Soldaten, ja, wir nehmen mal, haben ja WM, wir nehmen jetzt mal den Fußball als Beispiel. Stellt euch vor, ein Fußballspieler soll ein Tor schießen, ja. So, er muss aber warten, bis sein Trainer ihm das erlaubt, den Befehl gibt. Und der Trainer muss auf seinen Trainer warten. Und der muss auf seinen Trainer warten. Und der muss auf seinen Trainer warten. Und der muss auf seinen Trainer warten. Wenn wir das jetzt ins Unendliche, also ohne Anfang, ja, also ohne Anfang machen, das ist unendlich, also unanfänglich. Wann schießt dieser Fußballer? Nie. Warum? Es gab nie den ersten Befehl, dass überhaupt diese Befehle in Gang gesetzt werden. Ein anderes Beispiel ist ein Bus. Du bist an der Haltestelle. So, der Bus wird an deiner Haltestelle erst kommen, wenn er an der vorherigen Haltestelle ankommt. Dort wird er aber erst ankommen, wenn er an der vorherigen Haltestelle ankommt. Dort wird er aber erst ankommen, wenn er an der vorherigen Haltestelle ankommt. Wenn du das jetzt auch ins Unendliche ziehst, die Haltestelle vorher, das geht unendlich so, also ohne Anfang. Wann kommt der Bus? Nie. Warum? Der Bus ist ja nie losgefahren. Und genauso ist es mit der Schöpfung. Wenn du sagst, der Schöpfer vom Schöpfer und 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 so weiter, dann bedeutet das, die Schöpfung gibt es nicht. Aber die Schöpfung gibt es. Also, es muss einen Schöpfer gegeben haben. Zurück zu unserem Beispiel. Wenn wir sagen, der Fußballer, der sagt auch einer, hat das Tor geschossen. Also weißt du, es muss einen Ur-Ur-Ur-Ur-Ur-Trainer geben, den ersten Trainer der Welt, der den Befehl gegeben hat. Und dann ging die Kette los. Schieß, der nächste, schieß, der nächste, schieß. Oder eben beim Bus. Es muss irgendwo die erste Haltestelle gegeben, wo man nicht auf einen Bus gewartet hat, bis er zur vorherigen Haltestelle gekommen ist, weil das eben die erste Haltestelle ist, von der Bus losgefahren ist. Das heißt, da wir existieren, wissen wir, dass diese Kausalkette, diese Ursachenkette einen Anfang haben muss. Der Name Al-Awwal deutet darauf. Also wirst du keine Zweifel haben oder dich fragen, wer war denn vor dem Ersten? Hallo, er ist der Erste. Es gibt niemanden vor ihm, ist das klar? Also deswegen ist das ein Medikament, dass man versteht, dass Allah existiert, subhanahu wa ta'ala. Ibn al-Qayyim sagt weiter, daher muss die Kette an Geschöpfen bei jenem beginnen, vor dem nichts ist, und bei demjenigen enden, nach dem nichts ist. Ebenso meint seine Offenkundigkeit, dass nichts höher ist als er, und seine Verborgenheit bedeutet, dass er alles umgibt, sodass nichts näher ist als er, subhanahu wa ta'ala. Der nächste Name, oder die nächsten beiden Namen, Al-Muqaddim und Al-Mu'akhir. Diese beiden Namen wurden nicht im Koran erwähnt, sondern in der Sunna. Und zwar im Dua des Propheten, sallallahu alaihi wasallam, O Allah, dir habe ich mich ergeben, auf dich vertraue ich, an dich glaube ich, dir habe ich mich zugewandt, für dich streite ich, dich nehme ich zum Richter. Vergib mir, was ich vorangehen ließ, was ich aufgeschoben habe, was ich verschwieg und was ich offenkundig tat. Du bist der Voranstellende, Al-Muqaddim, und der Zurückstellende, Al-Mu'akhir. Es gibt keine Gottheit außer dir. Wer hat diesen Namen noch nie gehört? Oder diese beiden?
Al-Muqaddim und Al-Mu'akhir, subhanahu wa ta'ala. Dieser Name wird auch im Bittgebet am Ende des Tashahhud erwähnt. Also es ist einer der Bittgebete, die man sagen kann. O Allah, vergib mir, was ich vorangehen ließ, was ich aufgeschoben habe, was ich verschwieg und was ich offenkundig tat, worin ich gegen mich selbst maßlos gewesen bin und das, worüber du mehr Wissen hast als ich. Du bist der Voranstellende und der Zurückstellende. Es gibt keine Gottheit außer dir. Was heißt nun Al-Muqaddim, der Voranstellende, und Al-Mu'akhir, der Zurückstellende? Die sprachliche Bedeutung von Muqaddim, das ist vom Verb Qadama, also vorangehen. Vorangehen, also vorne sein. Und Al-Mu'akhir kommt von Akhara, also zurückstellen oder auch verspäten. Und was heißt das nun in Bezug auf die Namen Allah subhanahu wa ta'ala, Seite 112? An-Nawawi sagt, rahimahullah, er stellt, wen er will, von seiner Schöpfung voran zu seiner Barmherzigkeit und stellt zurück, wen er will, sodass er ihn in Stich lässt, möge Allah uns davon. Also Al-Muqaddim und Al-Mu'akhir haben was damit zu tun, dass er dich nach vorne treibt, dir Erfolg gibt, oder er stellt dich zurück, er lässt dich nicht erfolgreich sein. Oder auch in der Rangstufe, er erhöht dich, er gewährt dir Ruhm und Ehre, oder er erniedrigt dich. Also das Pendant dazu ist Al-Mu'izz und Al-Mudhil, wobei das nicht zwei Namen Allahs sind, da sie nicht als Nomen im Koran erwähnt wurden, sondern als Verben. Und aus Verben werden keine Namen Allahs abgeleitet. Auf jeden Fall, aber diese Tat macht er, also die Handlung schon. Er lässt einen Menschen zu Ruhm kommen, gelangen, und er lässt Menschen zu Demütigung oder Erniedrigung gelangen. Das heißt, derjenige, der dich vorantreibt, ist Allah subhanahu wa ta'ala. Weder dein Geld, noch dein Ansehen, noch dein Wissen, noch deine Beziehungen. Es ist einzig und allein Allah azza wa jalla. Und deswegen Umar radiallahu anhu sagte sein glorreiches Wort: Wir waren ein Volk, welches wir Ruhm oder Ehre verlangt, nach Ruhm und Ehre gesucht haben in etwas anderem außer Allah. Oder, entschuldigt, wir sind ein Volk, das zu Ruhm und Ehre gekommen sind durch Allah. Und wenn wir Ruhm und Ehre suchen in etwas anderem außer Allah, so wird Allah uns erniedrigen. Und das sagte auch der Prophet, sallallahu alaihi wasallam. Wenn wir sündigen, dann wird Allah azza wa jalla uns erniedrigen. Und wie kommen wir von dieser Erniedrigung raus? Durch Gehorsam. Dass wir zurückkehren zur Religion Allah subhanahu wa ta'ala. As-Sa'di sagt, Al-Muqaddim und Al-Mu'akhir gehören zu den schönsten Namenspaaren Allahs, die einander ergänzen. Damit wird Allah nicht nur mit einem der beiden Namen bezeichnet, sondern immer in Verbindung mit anderen. Also du kannst nicht nur sagen, Allah ist Al-Muqaddim, Punkt. Sondern sie werden immer zusammen erwähnt. Er ist Al-Muqaddim und Al-Mu'akhir. Er ist der Voranstellende und Zurückstellende. Schließlich besteht die Vollkommenheit in der Verbindung. So stellt er voran, wen er möchte, und zurück, wen er möchte, entsprechend seiner Weisheit, subhanahu wa ta'ala. Auf Seite 115 geht es da weiter. Diese Namen haben auch Auswirkungen auf das Vertrauen auf Allah subhanahu wa ta'ala. Da man weiß, dass die Bestimmungen Allahs seiner Weisheit entsprechen. Daraus schöpft der Diener Geduld bei Schicksalsschlägen, da er weiß, dass alles, was passiert, von Allah bestimmt wurde. So sagt Allah, sag, uns wird nur das treffen, was Allah für uns bestimmt hat. Er ist unser Schutzherr.
Auf Allah sollen sich die Gläubigen verlassen. Hätte Allah gewollt, dann hätte er diese Bestimmung verändert, diesen Schicksalsschlag. Doch da sie eingetreten ist, diese Bestimmung, steckt eine Weisheit dahinter und sie ist sicherlich etwas Gutes, selbst wenn es im ersten Augenblick nicht offensichtlich ist. Denn auch Schmerzen sind für den Menschen wichtig, um ihn vor Schlimmerem zu bewahren. Würde man keinen Schmerz empfinden, würde man nicht bemerken, wenn man sich verbrennt. Auch eine schmerzhafte Operation ist zum eigenen Wohl, da dadurch der Körper wieder gesund wird. Daher sagt sich der Muslim, die beste Entscheidung ist die Allahs. Also die Entscheidung Allah subhanahu wa ta'ala. Der Gläubige, der weiß, dass Allah voranstellt, zurückstellt, also dass Allah zulässt oder eben nicht zulässt, dass Allah gewährt und verwehrt. Derjenige, der das weiß, der sagt sich, o Allah, bestimme du mein Leben. Da sage ich immer wieder, stell dir mal vor, du hast einen Berater, ja, einen Anwalt und Steuerberater und du hast mehrere Berater. Diese Leute, diese very important person, ja, die um sich herum Billionen Berater haben, die entscheiden selbst nichts mehr. Die sagen, oh, ich habe doch so viele Berater in allen Sachen. Worum geht es? Geht um Finanzen. Ah, kannst du mal bitte mein Steuerberater. Worum geht es? Da gibt es Probleme. Ja, mein Anwalt. Er selbst macht sich keinen Kopf mehr. Warum? Er weiß, Junge, ich habe die besten Berater der Welt. Und deswegen ist er beruhigt. Irgendwas ist passiert. Die Firma, da ist ein Riesenbrand in der Firma. Glaubst du, der kriegt jetzt einen Herzinfarkt? Er sagt, Junge, ich habe eine super, es geht jetzt nicht um Halal und Haram, ja? Ich habe eine super Versicherung und super bla 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 und so weiter und so fort. Und deswegen hat er keine Kummer und Sorgen. Junge, die Hälfte der Firma ist verbrannt. Ja, okay, und? Aber ich weiß, ich habe für alles gesorgt. Ich habe Leute, die kümmern sich jetzt darum. Wenn du Allah hast, wenn deine Versicherung bei Allah ist, subhanahu wa ta'ala, indem du Gutes tust, indem du ein guter Mensch bist, indem du auf Allah vertraust, dann müsstest du eigentlich genau so leben. Was ist passiert? Allah ist doch da, oder nicht? Ist das einfach? Nein, es ist schwer, natürlich. Da braucht man Iman dafür. Aber genau das ist ja der Aspekt. Wir müssen unseren Glauben stärken, dass wir dazu kommen. Diese Namen Allahs, liebe Geschwister, sind Medikamente für uns. Dass wir eben diese Namen in unsere Herzen einnehmen, damit unser Iman stärker wird. Wir wissen, Allah hat das nicht zugelassen, er ist der Zurückstellende. Allah hat das zugelassen, Allah ist der Voranstellende. Er hat es zugelassen, es ist eingetreten, es wird gut sein. Das heißt nicht, liebe Geschwister, dass wir unseren Verstand ausschalten. Nein, nein, sondern nutze die Situation, nutze dein Schicksalsschlag, um daraus als Gewinner rauszukommen. Natürlich nicht mit illegalen Mitteln, ja, aber du nutzt eben diesen Schicksalsschlag, indem du suchst, ja Rabbi, welche Gaben sind in diesem Schicksalsschlag verborgen? Allah wird dir keine Prüfung schicken, die ohne Gabe ist. Allah wird dir nie eine Prüfung schicken, die ohne Gabe ist. Aber wenn du diese Prüfung auspackst, dann wirst du sehen, dass sie voller Gabe ist. Dann ist sie voller Gabe. Suche aber danach. Allah Azza wa Jalla hat dir 100% gegeben. Aber die hat er verteilt. Der eine hat seine 80% im Handwerklichen, der andere hat seine 80% im Mathematischen, der andere hat 80% in seiner Rhetorik. Aber jeder hat 100%. Suche da das, wo die Gaben eben sind. Und jammere nicht. Zum Beispiel, du bist der Handwerker, warum bist du kein Rhetoriker? Allah wollte nicht, dass du Rhetoriker bist. Allah hat dich auserkoren, damit du ein super Handwerker bist. Zum Beispiel, oder anders, warum bin ich ein Rhetoriker und kein Handwerker? Und so weiter und so fort. Es geht natürlich immer, wenn es um Halal geht. Ja?
Nicht, dass jemand sagt, oh Allah, ich bin Sünder, was soll ich machen? Ich muss Alkohol trinken, so ist das halt. Das ist meine Aufteilung. Nein, nein. Allah subhanahu wa ta'ala hat dir nicht eine Sünde auferlegt, sondern er hat dir Gaben gegeben, Stärken gegeben. Und es gibt Prüfungen im Leben, aber Allah jalla jalaluhu wird dich nie im Stich lassen, ohne Gabe. Die Sahaba haben sogar jene bevorzugt, die früher den Islam angenommen hatten. So hat Umar ibn Khattab radiallahu anh seinen Sohn Abdullah weniger gegeben als Usama ibn Zaid radiallahu anh. Als ihn sein Sohn darauf ansprach, sagte er, mein Sohn, der Prophet sallallahu alaihi wasallam, er liebte Zaid mehr als deinen Vater. Und er liebte Usama mehr als dich. Daher habe ich die Liebe des Propheten sallallahu alaihi wasallam meiner Liebe vorangestellt. Subhanallah. Welche Sahaba? Was für Männer und natürlich auch Frauen. Welche Menschen. Das heißt, dieses Voranstellen, daraus lernen wir für uns, dass du auch diejenigen voranstellst, die vorangestellt werden müssen, zum Beispiel deine Eltern. Wenn du an Allah glaubst, dass er der Voranstellende ist und er hat die Eltern vorangestellt, höher gestellt, dann kannst du nicht sagen, okay, aber ich interessiere mich nicht für meine Eltern. Das heißt, von diesen Namen müssen wir auch eine Lebensweise ableiten. Wenn Allah zurückgestellt hat, die Sünder, darfst du nicht Sünden lieben und voranstellen, sondern du musst sie auch zurückstellen. Diese beiden Namen haben auch eine Auswirkung auf das Gebet in der Gemeinschaft, Seite 116. Und zwar sagte der Prophet sallallahu alaihi wasallam, es gibt Leute, die sich zur ersten Reihe verspäten, bis Allah sie in der Hölle zurückstellt. Möge Allah uns davon. Subhanallah. Ist dieser Hadith, liebe Geschwister? Wie denn das? Also wenn du nicht in der ersten Reihe betest, kommst du in die Hölle? Was soll denn dieser Hadith bedeuten? Es gibt Leute, die sich zur ersten Reihe verspäten, bis Allah sie in der Hölle zurückstellt. Gut. Wer die Bücher, das Buch hat, liest ja weiter. Ne? Also, dann lesen wir mal. Das heißt, aufgrund ihrer Vernachlässigung der ersten Reihen im Gemeinschaftsgebet gehen ihnen wertvolle Belohnungen verloren, die sie nötig hätten, damit ihre Sünden getilgt werden. So kann es sein, dass ein Sündiger, oder Sünder, auf jeden Fall, aufgrund seiner Bemühungen, die erste Reihe zu erreichen, die Gnade Allahs erfährt und ihm alles vergeben wird. Das bedeutet, du hättest diesen Lohn nötig, den du bekommst in der ersten Reihe. Aber da du dich nicht interessierst für die erste Reihe, hast du diesen Lohn nicht bekommen. Aber du hast viele Sünden, also kommst du in die Hölle. Du hast nicht genug Hasanat, nicht genug Belohnung. Oder es bedeutet auch, derjenige, der die erste Reihe vernachlässigt, und erste Reihe, da geht es ums Gemeinschaftsgebet, nicht wenn du alleine betest, da gibt es keine Reihen. Ja? Wer das Gemeinschaftsgebet und dann noch die erste Reihe vernachlässigt, wer so seine Religion lebt, der wird einfacher die Sünden begehen. Der wird weniger Hemmungen haben. Warum? Religion ist für ihn Nebensache. Oh, ich muss jetzt in die Moschee oder was? Und dann noch früh, damit ich in der ersten Reihe bin. Ich bin daheim zum Beispiel. Wer so mit seiner Religion umgeht, mit dieser Desinteresse, wie will der viele Hasanat machen? Und eines der größten Quellen für Hasanat ist das Gebet. Und die größte Hasanat, also die größte Belohnung bekommst du in der ersten Reihe. Es geht also darum, derjenige, der nicht viel verdienen möchte, der wird leer ausgehen. Und das ist eben eine Auswirkung, wenn wir wissen, Allah ist der Voranstellende und der Zurückstellende. Der nächste Name, Al-Warith, der Erbe. Schon mal gehört, diesen Namen? Wer hat ihn noch nicht gehört? Al-Warith. Der Name Al-Warith wird im Koran
dreimal erwähnt. So sagt Allah Azza wa Jalla unter anderem: Und fürwahr, wir sind es, die lebendig machen und sterben lassen, und wir sind die alles Erbenden. Al-Warith, also der Erbende oder der Erbe. Also jemand, der was erbt. Was heißt das jetzt, dass Allah subhanahu wa ta'ala erbt? Erst einmal die sprachliche Bedeutung, Seite 120. As-Sajjad schreibt, als Erbe wird jeder bezeichnet, der nach Abgang eines anderen verbleibt. Der nach Abgang, also nach Tod eines anderen verbleibt. Das ist ein Erbe. Wenn du jemanden geerbt hast, was heißt das? Diese Person ist tot und du erbst jetzt. Was heißt das jetzt bezüglich Allah, Seite 121, unten, aus diesen Erklärungen, also vorher wurden Erklärungen erwähnt, kann man gerne nachlesen dann im Buch, aus diesen Erklärungen geht hervor, dass der Name Al-Warith zwei Bedeutungen hat. Der Erbe, derjenige, der etwas erhält oder hat, besitzt, nachdem der andere es nicht mehr besitzt. Und der Vererbende, jemand, der etwas gibt. Letztere Bedeutung finden wir in folgender Ayah. Und zwar sagt Allah, Musa sagte zu seinem Volk, sucht Hilfe bei Allah und seid standhaft. Gewiss, die Erde gehört Allah. Er gibt sie zum Erbe, wem von seinen Dienern er will. Und das gute Ende gehört dem Gottesfürchtigen. Das heißt, was heißt der Vererbende? Nicht, dass jetzt jemand sagt, was haben wir denn gesagt? Als Erbe wird jeder bezeichnet, der nach Abgang eines anderen verbleibt. Allah Azza wa Jalla ist der Lebendige. Allah wird nicht sterben, subhanahu wa ta'ala. Aber was heißt dann der Vererbende? Das heißt nicht, du bekommst etwas nach Abgang. Allahs Erhaben ist darüber, sondern Allah gibt dir nach Abgang der Menschen. Ist das klar? Musa, was meinte Musa? Das heißt, o Kinder Israels, ihr werdet dieses Land regieren, nachdem Pharaon gestorben ist. Ist das klar? Also Allah Jalla Jalalu ist der Vererbende, also er gibt dir das, was ein anderer Mensch nicht mehr bekommt. Also, zwei Bedeutungen. Erst einmal, Allah ist derjenige, der alles weiterhin besitzt. Es gehört sowieso alles Allah. Aber Allah Jalla Jalaluhu hat dir Gaben ausgeliehen. Das Vermögen, was du besitzt, deine Gesundheit, alles, alle Gaben sind ausgeliehene Sachen. Allah Jalla Jalaluhu hat sie dir ausgeliehen, an dir anvertraut. Du wirst sterben und Allah nimmt das alles wieder zurück. Also Allah, der dir das ausgeliehen hat, wird weiterhin nach deinem Tod weiterhin es behalten. Er ist immer noch der Besitzer. Selbst vor deinem Tod kann Allah Azza wa Jalla dir einige Gaben entziehen. Das haben wir ja vorhin gesagt. Und zwar, wenn du undankbar bist. Allah gibt dir eine Gabe, du hast sie missbraucht, also entzieht er sie dir. Das ist also die erste Bedeutung des Erben, subhanahu wa ta'ala. Die zweite Bedeutung: Allah wird dir etwas geben, indem er es von anderen wegnimmt und dir gibt. Und in welchem Kontext wurde das erwähnt? Im Kontext der Unterdrückung. Die Kinder Israels, muss man sich mal vorstellen, sie wurden unterdrückt von Pharaon, versklavt, gedemütigt. Und in diesem Moment sagt Musa zu Bani Israel, zu den Kindern Israels, habt keine Angst. Al-Warith, Subhanah, der Erbe und Vererbende, er wird euch die Macht geben. Und Pharaon war tot, ist ertrunken samt seiner Armee. Und er wurde Geschichte. Und Bani Israel, sie haben das überlebt. Das bedeutet, dieser Name Al-Warith gibt dir Vertrauen, Ruhe, Geborgenheit, dass Allah Azza wa Jalla alles lebt. Allah lebt, subhanahu wa ta'ala. Allah ist da, Jalla Jalal. Er weiß über alles Bescheid, denn es gibt viele Muslime, die sind irgendwie so, haben die Hoffnung verloren.
Aber die Lage, in der die Muslime jetzt sind, eben diese Situation, dass sie unterdrückt werden, ja, jetzt die Tage, siehst du in den Medien, jeden Tag geht es um Iran. Ja. Natürlich wollen wir nicht, dass Menschen unterdrückt werden, ja. Aber jetzt die ganze Zeit Iran und Iran und Iran und Iran und Iran. Warum? Weil Frauen ihr Kopftuch ablegen wollen. So, und jetzt werden sie unterdrückt vom Regime und so weiter und so fort. So, wo waren jetzt diese Töne, als zum Beispiel in Syrien alles bombardiert wurde? Oder Ukraine zum Beispiel. Ja, Ukraine. Ja, und wo waren jetzt die Leute, als Syrien zerbombt wurde oder andere Gebiete der Muslime oder in anderen, gibt es genug Tyrannen, oder nicht? In der islamischen Welt. Und diese Lage der Muslime, dass sie niemanden haben, der sich für sie einsetzt, ist warum? Weil wir uns für uns nicht einsetzen. Wir wollen unsere Religion ja nicht leben. Nur minimal, gerade noch so 5 Gebete, ja, wenn es hochkommt, okay, es muss ja sein. Aber leben wir denn für Allah subhanahu wa ta'ala? Dreht sich unser Leben um die Religion? Ja, Alhamdulillah bei mir. Allahumma lakal hamd. Möge Allah dich festigen. Jazakallahu khairan. Aber wie sieht es denn mit der gesamten Umma aus? Die Umma kümmert sich um die WM mehr als um andere Themen, oder nicht? Und ist bereit, ihr Geld aufzugeben für solche Sachen mehr als für andere Sachen. Und deswegen, solange wir nicht so werden wie die Sahaba, also ich meine nicht vom Iman, von der Stärke, sondern solange wir nicht unsere Lebensweise ändern, sodass, wie bei den Sahaba es der Fall war, die Religion das Wichtigste ist im Leben. Alles andere ist Nummer 2, 3, 4, 5, aber Nummer 1 ist Religion, ist Allah Jalla Jalaluhu, solange werden wir wie ein Ball rumgeschmissen. Und das sagte Allah subhanahu wa ta'ala und der Prophet sallallahu alaihi wa sallam. Auf jeden Fall, Allah Jalla Jalaluhu ist in der Lage, den Unterdrückten beizustehen. Wie Musa sagt, Allah ist der Vererbende. Er wird den Unterdrückten beistehen. Aber vorausgesetzt, was sagt Musa? Sucht Hilfe bei Allah und seid standhaft. Gewiss, die Erde gehört Allah. Das ist Nummer 1. Er gibt sie zum Erbe, wem von seinen Dienern er will. Das ist Nummer 2. Und das gute Ende gehört was? Gehört wen? Den Gottesfürchtigen. Das ist Gottesfurcht. Möge Allah uns Gottesfurcht schenken. Dass wir nicht mehr klauen, nicht mehr stehlen, nicht mehr betrügen, nicht mehr lästern, nicht mehr schlecht gegenüber unseren Eltern sind, nicht mehr die Verwandtschaftsbande trennen und. Die Liste ist lang, möge Allah uns vergeben. Seite 123, die Kenntnis dieses Namens erfüllt das Herz mit Genügsamkeit, da man versteht, dass diese Welt vergänglich ist. Der Prophet sallallahu alaihi wasallam sagt in einem Hadith, der Sohn Adams sagt, mein Besitz, doch hast du, o Sohn Adams, von deinem Besitz etwa mehr als das, was du isst und was dann verschwindet, was du anziehst und das und was dann ausbleicht oder was du spendest und was dann für dich bleibt. Das heißt, nur die guten Taten, wie zum Beispiel Spenden, verbleiben, sodass man im Jenseits Nutzen daraus zieht. Also, Al-Warith, wenn ich das verstehe, dann versuche ich natürlich, vom Erbe was abzubekommen. Wenn ich weiß, ich kann erben. Ist dir dann das egal? Und zwar viel, nicht nur ein paar Euros. Ja, stell dir mal vor, Allahumma barik, deine Eltern Milliardäre. Dann würdest du doch darauf achten, dass du nicht vom Erbe ausgeschlossen wirst. Ja? Ich meine jetzt mal, islamisch geht das nicht. Ja, gut, aber unislamisch geht. Ein Erbe hat immer sein Recht. Außer natürlich, wann? Genau, wenn man kein Muslim ist, oder? Ja. Wenn er die Person,
Genau, wenn man den Vater oder die Mutter eben oder jemanden, den man erben will, umbringt, dann wird man ausgeschlossen. Auf jeden Fall, das heißt, man will vom Erbe etwas haben. Wenn ich jetzt weiß, ich werde im Paradies erben, was erben? Den Lohn meiner Tat. Dann werde ich ja im Diesseits eben fleißiger sein, auch etwas zu bekommen. Das nächste Kapitel ist der Beistand Allahs, möge Allah uns beistehen. Und da ist der erste Name, As-Salam, Seite 125. As-Salam wurde im Koran einmal erwähnt, und zwar in der Aussage Allahs, er ist Allah, außerdem es keinen Gott gibt, der König, der Heilige, der Friede. As-Salam, der Friede. Und Salima, das Verb, bedeutet unversehrt sein. Das Wort Salam ist die Unversehrtheit. Daher wird das Paradies Darus Salam genannt. Also Stätte der Unversehrtheit, weil es dort keine Krankheiten gibt, kein Kummer, kein Sorgen, kein Leid. Schließlich sind die Paradiesbewohner vor dem Höllenfeuer geschützt. Ebenso bedeutet Salam Friede, da man beim Frieden unversehrt bleibt. Deswegen heißt Friede Salam. Und der Name As-Salam hat zwei Bedeutungen bezüglich Allahs. Bezüglich Allah. Erstens Besitzer der Unversehrtheit, also er ist vollkommen. Und zweitens Verleiher der Unversehrtheit oder Verleiher von Unversehrtheit. Al-Bayhaqi schreibt, Rahimahullah, As-Salam ist derjenige, der frei von allen Mängeln ist. Und dies gehört zu seinen Wesenseigenschaften. Ebenso wurde die Bedeutung genannt, dass er derjenige ist, der die Gläubigen vor seiner Strafe verschont. Also As-Salam hat zwei Bedeutungen. Er ist As-Salam und durch ihn kommt As-Salam. Deswegen Hadith, der oben drüber steht, Seite 126. O Allah, du bist der Friede und von dir erlangt man Frieden. Das sagen wir ja nach dem Gebet. Allahumma anta as-salam wa minka as-salam. Du bist der Friede, also der Unversehrte. Und wir erlangen Unversehrtheit durch dich. Was für Auswirkungen hat nun dieser Name Allahs? Und zwar machen wir einen Sprung auf Seite 130. Und zwar auf den Charakter des Muslims. Denn man wird dadurch ein Grund für Frieden unter den Menschen sein. Der Prophet sallallahu alaihi wasallam sagte: Der wahre Gläubige ist jener, vor dem die Menschen in Sicherheit sind. Der wahre Muslim ist jener, vor dessen Zunge und dessen Hand die Muslime in Sicherheit sind. Und der Auswanderer ist jener, der das Schlechte verlässt, bei dem in dessen Händen meine Seele liegt. Es wird keiner ins Paradies gelangen, dessen Nachbar nicht vor ihm in Sicherheit ist. Also Es-Salam ist eben eine also Lebensweise, dass jeder Mensch vor dir in Sicherheit ist. Deswegen ist der Friedensgruß Assalamu alaikum. Also ich mache dir nichts. Ich werde dir nichts antun, sondern ich werde dafür sorgen, dass du in Frieden lebst. Und Vorbild ist der edle Prophet sallallahu alaihi wasallam, der die Menschen auf schönste Art und Weise behandelt hat. Der nächste Name ist Al-Mu'min, also der Gewährer der Sicherheit. Und dieser Name wurde einmal erwähnt, eben in der gleichen Ayah. Er ist Allah, außerdem es keinen Gott gibt, der König, der Heilige, der Friede, der Gewährer der Sicherheit. Al-Mu'min. Dieser Name Al-Mu'min hat sprachlich zwei Bedeutungen. Einmal der Gläubige. Al-Mu'min. Wir sind ja Mu'minun, oder nicht? Möge Allah uns den Iman stärken und festigen. Du bist ein Mu'min, also ein Gläubiger. Und die zweite Bedeutung ist der Gewährer von Sicherheit. Das heißt, derjenige, der jemanden Sicherheit gewährleistet. Mu'min, also er gibt ihm Aman. Nicht Wasser. Sondern Aman, also Sicherheit. Ja? Auf Seite 132 unten, As-Sa'di schreibt, Rahimahullah, Al-Mu'min ist derjenige, der sich selbst mit den Attributen der Vollkommenheit gelobt hat.
Er schickte seine Gesandten und offenbarte seine Bücher mit den Zeichen und Beweisen, sodass er seine Gesandten damit bestätigte. Dadurch erkannte man die Wahrhaftigkeit der Gesandten und die Echtheit ihrer Botschaft. Also das ist die erste Bedeutung, dass Allah der Vollkommene ist. Ja, und das hat er eben offenbart und die Botschaft eben durch die Versandten verbreitet, dass er der Unversehrte, also der Makellose ist, subhanahu wa ta'ala. Bezüglich der zweiten Bedeutung erwähnte Tabari, rahimahullah, die Aussage von Ibn Abbas, Al-Mu'min ist derjenige, dessen Geschöpfe davor bewahrt sind, von ihm ungerecht behandelt zu werden. Also der Verleiher von Unversehrtheit. Diese Eigenschaft Allahs erwähnt Allah in folgender Aya: Diejenigen, die glauben, ihren Glauben nicht mit Ungerechtigkeit verdecken, die haben das Recht auf Sicherheit und sie sind rechtgeleitet. Möge Allah uns die Sicherheit schenken am Tag der Auferstehung. Seite 134 unten: Diese Sicherheit erlangt man durch die Furcht vor Allah subhanahu wa ta'ala, denn in einem heiligen Hadith sagt Allah: Ich werde in meinem Diener keine zwei Gefühle der Angst und keine zwei Gefühle der Sicherheit vereinen. Wenn er mich im Diesseits fürchtet, werde ich ihn am Tag der Auferstehung das Gefühl der Sicherheit empfinden lassen. Und wenn er sich im Diesseits vor mir sicher fühlt, werde ich ihn am Tag der Auferstehung Angst spüren lassen. Möge Allah uns erfreuen. Also, derjenige, der in der Dunya, in seinem Leben, Furcht empfindet vor Allah, der wird Yawm al-Qiyamah keine Furcht mehr haben brauchen. Der wird in Sicherheit sein. Wer aber hier Allah ignoriert, ihm ist Allah egal, er hat überhaupt keine Angst vor Allah, der wird schlimme Angst haben, Yawm al-Qiyamah. Möge Allah uns erfordern. Natürlich sündigt ein Muslim, also er ist ein Mensch. Und Sünden sind nicht nur Produkt mangelnder Angst, dass die Angst gar nicht da ist. Sünden sind möglich, auch wenn du Angst hast, aber du bist zu schwach, dagegen anzukommen. Also manchmal sündigt man und man weiß, das ist ein Verderben, du bist ja gerade sicher. Aber du bist halt in Trance, du bist in einer Sucht, du bist zu schwach. Warum? Weil du unterernährt bist. Dein Herz ist unterernährt, keine Ibadah. Das merkt jeder von uns, wenn er Wochen und Monate, möge Allah bewahren, ja, Allah bewahren, für Monate lang nicht Koran lesen oder so. Ja, gute Nacht, schlechte Nacht. Also, aber wenn man lange Zeit kein Koran liest, also dann... Also dann verhungert das Herz, oder nicht? Wenn man lange Zeit nicht beten würde. Also ich frage mich wirklich, wie die Leute das machen. Also eine, möge Allah uns festigen. Wie kann man lange Zeit nicht beten? Wochen und Monate, wie funktioniert sowas? Möge Allah uns bewahren. Da ist man doch tot, oder nicht? Wie kann man dann noch Liebe empfinden zu Allah oder Sehnsucht? Yani möge Allah uns bewahren davon. Und deswegen, ich sage jetzt nicht, dass die Leute, die also sehr wenig Koran lesen oder lange nicht gebetet haben, nicht zurückkehren können zum Gebet oder Koran. Doch, Alhamdulillah, das ist möglich. Aber also diese Phase, meine ich, diese Phase der Unterernährung muss doch schlimm sein, oder nicht? Ein Muslim, subhanallah, wenn er nicht regelmäßig in die Moschee geht, merkt er diese Unterernährung, oder nicht? Dieser Unterzucker, merkt man sofort. Da fehlt was, oder nicht? Möge Allah uns nie vor seinen Häusern wegnehmen oder dass wir nicht in die Häuser Allahs gelangen. Ein Muslim braucht diese Tankstellen, ja, des Glaubens.
haben wir die, la ajma'u ala 'abdi khawfayn. Genau, da haben wir diesen Hadith, dass eben Allah subhanahu wa ta'ala so gerecht ist, wer ihn fürchtet in der Dunya, wird ihn nicht mehr zu fürchten brauchen. Yawm al-Qiyamah heißt was? Heißt also, wenn er im Paradies ist. Der nächste Name, Al-Hafir, der Hüter, und Al-Hafir, der Behütende. Das sind auch wieder so zwei Namen, die ähnlich sind. Der Name Al-Hafir wird im Koran dreimal erwähnt. Allah sagt, gewiss, mein Herr ist Hüter über alles. Und der Name Al-Hafir wird an einer Stelle im Singular erwähnt. Und zwar sagt Allah Azza wa Jal, er sagte, kann ich ihn euch etwa anders anvertrauen, als ich euch zuvor seinen Bruder anvertraut habe? Also es geht hier um Jakob, ja, alayhi salam. Allah ist besser behütender und er ist der Barmherzigste der Barmherzigen. Und an zwei Stellen des Korans wird der Name im Plural erwähnt. Allah sagt, gewiss, wir sind es, die wir die Ermahnung offenbart haben und wir werden wahrlich ihr Hüter sein. Was bedeutet dieser Name erstmal sprachlich? Ibn Mandur, rahimahullah, sagte, das Verb Hafira, von dem diese Namen abgeleitet sind, bedeutet, es ist das Gegenteil von vergessen, also es sich zu merken. Gegenteil von vergessen bedeutet, sich zu merken. Und Hafira heißt also, sich etwas merken. Al-Jawhari nennt folgende Bedeutungen. Hafira hat die Bedeutung bewachen, aber auch etwas aus dem Gedächtnis vortragen. Deswegen derjenige, der den Koran auswendig kann, nennt man Hafira. Ebenso hat das Verb Hafira die Bedeutung beschützen bzw. bewahren. Was heißt dieser Name nun bezüglich Allah? Seite 141. As-Sa'di erwähnte zwei Bedeutungen des Namens Al-Hafir. Erstens, die Aufbewahrung der Taten seiner Diener, ob gute oder schlechte. Denn sein Wissen umfasst sämtliche Taten, sowohl die offenkundigen als auch die verborgenen. Dies hat er auf der wohlbewahrten Tafel niedergeschrieben. Al-Lawh al-Mahfur. Ja, da ist auch dieses Wort von Hafira. Mahfur, also bewahrt. Also die erste Bedeutung dieses Namens lautet, Allah ist der Bewahrende von was? Der Taten. Denn deine Taten sind aufgeschrieben, ob gut oder schlecht. Möge Allah unsere schlechten Taten löschen. Die zweite Bedeutung, Seite 142, zweitens die Behütung seiner Diener vor dem, was sie verabscheuen. Diese Behütung geschieht in zwei Formen, allgemeine und eine besondere. Was heißt allgemeine Behütung? Also sie gilt seiner gesamten Schöpfung. Die Fürsorge Allahs ist immer zweierlei, eine allgemeine und eine besondere. Allgemein also sowohl Muslim als auch Käfer, Tier, Mensch, Pflanze, Welt, Universum, Allah bewahrt alles. Und die besondere Bewahrung ist die Bewahrung der Gläubigen. Er bewahrt ihren Glauben, er bewahrt ihre guten Taten, indem er sie, Yawm al-Qiyamah, nicht verloren gehen lässt. Seite 143, die besondere Behütung gilt hingegen nur seinen Gefolgsleuten. Zusätzlich zur allgemeinen Behütung bewahrt er sie vor allen Dingen, die ihren Glauben gefährden, wie Scheinargumente, Versuchungen oder Begierden. So führt er sie zur diesbezüglichen Unversehrtheit und beschützt sie vor ihren Feinden, ob von den Dschinn oder den Menschen, und verleiht ihnen Erfolg gegen sie, also gegen ihre Feinde. Dazu sagt Allah, gewiss, Allah verteidigt diejenigen, die glauben. Allah verteidigt diejenigen, die glauben. So wie Allah subhanahu wa ta'ala die Propheten verteidigt hat. Und das bedeutet, wenn du weißt, Allah ist Al-Hafir und Al-Hafir, Allah ist immer mit dir, subhanahu wa ta'ala.
Also, was heißt mit dir? Er hilft dir. Habe keine Angst, vertraue auf Allah. Dieser Name Al-Hafir, den brauchen wir unbedingt. Zum Beispiel, ja, du willst arbeiten und du weißt nicht, kann ich nicht. Vertraue auf Allah, Allah bewahrt dich. Beharre auf deine Religion. Lasse nicht nach. Allah wird dich bewahren. Die Sahaba, als sie Mekka verlassen haben, sie wussten, Allah ist der Bewahrer, er bewahrt sie. Sie haben ihr Hab und Gut hinterlassen und sind mit leeren Händen nach Medina gegangen. Ohne Hab und Gut. Ganz im Gegenteil, sie haben ihr Hab und Gut verloren. Die Mekkaner haben es konfisziert, weggenommen. Aber sie wussten, Allah wird sie bewahren und Allah hat sie bewahrt. Allah hat sie verteidigt. Bei dieser Angelegenheit gibt es eine wichtige Sache, ich glaube, da kommt später. Wollen wir mal erstmal eins nach dem anderen gehen. Seite 145. Und zwar der Hadith, den viele kennen, dass Rasul alayhi salatu wassalam zu Ibn Abbas sagte: O Jüngling, ich lehre dich einige Worte. Bewahre Allah, dann bewahrt er dich. Bewahre Allah, dann findest du ihn vor dir. Wenn du bittest, dann bitte Allah. Wenn du Hilfe suchst, dann suche Hilfe bei Allah. Und wisse, dass die Gemeinschaft, wenn sie sich versammelt, um dir hinsichtlich einer Sache zu nützen, sie dir nur hinsichtlich etwas nützen kann, das Allah schon für dich niedergeschrieben hat. Und dass sie, wenn sie sich versammelt, um dir hinsichtlich einer Sache zu schaden, sie dir nur hinsichtlich etwas schaden kann, das Allah schon für dich niedergeschrieben hat. Die Schreibrohre sind hochgehoben und die Schreibblätter getrocknet. Dieser Hadith ist ein gewaltiger Hadith, der uns vertrauen lässt auf Allah Jalla Jalaluhu. Niemand kann dir was antun. Niemand. Das wussten die Sahaba, auch die Tabi'in später. Ja, sie haben auf Allah vertraut. Und je nach deinem Vertrauen wird der Beistand sein. Je stärker dein Vertrauen auf Allah subhanahu wa ta'ala, umso stärker wird auch der Beistand Allah subhanahu wa ta'ala. Der nächste Name, Al-Wali, beziehungsweise Al-Mawla. Al-Wali, der Beschützer, und Al-Mawla, der Schutzherr. Der Name Al-Wali wird im Koran 15 Mal erwähnt. So sagt Allah subhanahu wa ta'ala, Allah ist der Beschützer derjenigen, die glauben. Er bringt sie aus den Finsternissen heraus ins Licht. Und der Name Al-Mawla wird im Koran 12 Mal erwähnt, wie zum Beispiel, wie trefflich ist der Schutzherr und wie trefflich ist der Helfer. Ni'am al-Mawla wa ni'am al-Nasir. Also wir haben Al-Wali und Al-Mawla. Was ist die sprachliche Bedeutung? Also dieser Name hat sehr viele Bedeutungen und wird auch so im Koran mit unterschiedlichen Bedeutungen verwendet. Ich meine jetzt das arabische Wort, nicht der Name Allahs, sondern das arabische Wort. Also dieses Verb Waliya hat sehr viele Bedeutungen. Es heißt nahe sein und wird unterschiedlich verwendet. Erst einmal für Freund. Wali ist ein Freund. Also Gegensatz zum Feind. Ein Herr eines Sklaven wird Wali genannt oder Maula. Ja? Und der Sklave selbst wird auch Maula. Man sagt, der ist Maula von Fulan. Schutzherr, Gefolgsmann, Verbündeter, Vormund. Das wissen wir, ja? Beim Heiraten braucht es was? Ein Wali, also hier nicht ein Freund, also ein Vormund in diesem Sinne. Jemand, der eine Angelegenheit übernimmt. Das alles sind Bedeutungen dieser Begriffe Wali bzw. Mawla. Bezüglich Allah, Jalla Jalaluhu, Seite 149, Al-Zajjal schreibt,
Er ist Al-Wali, der die Gläubigen unterstützt und recht leitet, wie es beim Vormund eines Kindes der Fall ist. Ebenso übernimmt er am Tag der Abrechnung ihre Belohnung. Bezüglich des Namens Al-Mawla schreibt Al-Halimi, er ist der Angestrebte, von dem Hilfe und Unterstützung erbeten werden. Schließlich ist er der König und ein Untertan kann nur bei seinem König Hilfe finden. Damit deutet der Name Al-Wali auf die Handlungseigenschaft hin, dass Allah die Angelegenheiten der Geschöpfe verwaltet und seine Diener beschützt. Al-Mawla hingegen deutet auf die Abhängigkeit der Diener von ihrem Schutzherrn hin. Ist der Unterschied klar? Al-Wali ist der Schutzherr. Al-Mawla deutet auf was? Dass du einen Wali brauchst. Al-Mawla ist derjenige, der als Wali benötigt wird. Er ist also Al-Mawla, der es verdient, um Schutz gebeten zu werden, weil er Al-Wali ist. Und eben nur er beschützen kann. Somit weist der Name Al-Wali auf die Herrschaft Allahs, Al-Rububiyya, und der Name Al-Mawla auf sein Recht auf Anbetung, Uluhiyya. Und Allah weiß es am besten. Also, Al-Wali zeigt seine Eigenschaft, er kann beschützen. Al-Mawla bedeutet derjenige, der angestrebt, angerufen, angefleht wird. Dabei gibt es zwei Formen der Wilaya Allah subhanahu wa ta'ala. Eine allgemeine und eine besondere. Was ist der Unterschied jetzt wieder, allgemein und besonders? So wie bei Al-Hafir und Al-Hafir. Haben wir gesagt, eine allgemeine, eine besondere. Ja? Für alle wer? Genau, für alle Geschöpfe, also allgemein. Allah bewahrt die ganze Schöpfung. Und die besondere? Für die Muslime. Genau. So sagt Allah Azza wa Jal, sicherlich über Allahs Gefolgsleute soll weder Furcht kommen, noch sollen sie traurig sein. Diejenigen, die glauben und gottesfürchtig sind, für sie ist die frohe Botschaft im diesseitigen Leben und im Jenseits. Keine Abänderung gibt es für die Worte Allahs. Das ist der großartige Erfolg. Da machen wir inshallah jetzt einen Halt, machen wir eine Pause bis 18 Uhr, bihawlillahi tabaraka wa ta'ala. Und dann machen wir an dieser Stelle weiter. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين